Halt! Die Spuren sind kaum 2 Stunden alt. Die Reiter müssen sich etwa 5 Stunden in dem Bauernhof aufgehalten haben. Vielleicht ist es doch geraten, ihnen zu folgen, Effendi. Da drüben rechts zieht sich ein breiter Grund hin. In ihm liegt ein kleines Tschiftlik, in dem sie vielleicht eingekehrt sind. Was können wir dort schon erfahren? Reiten wir. Ich würde auch lieber den Spuren folgen, Sidi. Na gut, wenn es dich beruhigt, reiten wir. Es scheint, dass dieser Bauer von uns nichts wissen will. Er wird schon mit sich reden lassen. Vielleicht ist er nur etwas scheu geworden. Wenn unsere Freunde hier waren, wären sie nicht gerade zimperlich mit ihm umgegangen sein. Kennst du diesen Mann, Israt? Gesehen habe ich ihn schon, aber ich kenne seinen Namen nicht. Hey, Alter, mach auf! Packt euch, ihr Strolche. Wenn ihr nicht verschwindet, spicke ich euch mit Blei, klar? Nur langsam, langsam, mein Lieber. Wir kommen in freundlicher Absicht. Das haben die anderen auch gesagt. Ich öffne keinem Fremden mehr. Nimm das Gewehr aus der Fensteröffnung und sieh dir diesen jungen Mann an. Kennst du ihn? Das ist der Schwiegersohn des alten Schäfers in Treska Konak. Ja, der bin ich. Glaubst du immer noch, dass wir Strolche sind? Dieser Effendi und sein Begleiter verfolgen die Strolche, die bei euch waren. Sag mir, wie viel waren es? Sie waren ihre 5. Dann kam später noch ein 6. Einer von ihnen war verwundet. Sie haben ihm den Verband abgenommen und gekühlt. Das dauerte eine ganze Weile. Sie haben mein Haus durchsucht und alles mitgenommen. Fleisch, Brot, alles. Worüber haben Sie geredet? Von einem gewissen Kara Benemsi, der sterben muss. Dieser Mann bin ich. Sprich weiter. Dann redeten Sie von einem gewissen Schut, den Sie irgendwo in Kara... Karanirwan? Ja, so hieß es. Den Sie dort treffen wollen. Und dann sprachen Sie davon, dass in Karanirwan ein Kaufmann gefangen gehalten wird, für den Sie Lösegeld haben wollen. Weißt du, wie dieser Kaufmann heißt? Es war ein fremder, ausländischer Name, Effendi. Hieß er vielleicht Kalangre? Ja, ja, so hieß er. Ich erinnere mich genau. Was sprachen Sie noch? Ich konnte nicht viel verstehen. Sie stachen da meine Ziege tot. Sie wollten Talg, um die Lappen einzureiben für den Verwundeten, müsst ihr wissen. Und weil ich keins hatte, stachen sie meine Ziege tot. Was war sie wert? 50 Piaster, Sidi. Mein Begleiter, Hadji Alef Omar, wird dir das Geld geben. Effendi. Ja? Willst du für die Untaten deiner Feinde zahlen? Schon gut, Alter. Nimm das Geld. Allah wird es dir vergelten. Ja, ja, so ist er, mein Sidi. Auf Wiedersehen, Alter. Allah schütze euch. Effendi. Du bist sehr nachdenklich, Israt. Ich habe die Gefahr, in der ihr euch befindet, gar nicht so ernst genommen. Aber jetzt mache ich mir Sorgen. Wenn eure Feinde euch aus dem Hinterhalt überfallen, seid ihr verloren. Das glaube ich nicht. Wir können uns wehren. Du kannst dir nicht vorstellen, mit welcher Sicherheit hier der Chakan geworfen wird. Und kein Mensch ist imstande, ihn abzuwehren. Nun, ich kenne einen, der das kann. Wer? Ich selbst. Jetzt scherzest du. Ich scherze nicht. Der Mann, mit dem ich kämpfte, wollte mein Leben. Wäre es einer von den echten Skipetaren oder gar ein Meredith gewesen, hättest du keine Chance gehabt. Nun, es war ein Meredith. Wenn du seinen Chakan abgewehrt hast, war er waffenlos. Du hast ihn besiegt. Ja, und er schenkte mir seinen Chakan. Siehst du, diesen hier, der da im Gürtel steckt. Ich bewundere diesen Chakan schon lange. Er ist wunderbar. Nur, er ist wertlos in deiner Hand, denn du kannst nicht damit umgehen. Hast du schon einmal versucht, ihn zu werfen? Nicht mit diesem, aber mit anderen Beilen. Wo ist das gewesen? In Amerika. Ich habe es bei den Indianern gelernt, die das Beil Tomahawk nennen. Ein Wilder kommt keinem Meriditen gleich. Ich glaube nicht, dass ein Skipetar seinen Chakan so kunstgerecht werfen kann, wie ein Indianer seinen Tomahawk. Der Chakan wird in gerade, der Tomahawk jedoch in der Linie des Bogens geworfen. Sollte das jemand zu tun vermögen? Jeder Indianer kann es, und ich auch. Siehst du die ausgehöhlte Weide dort hinten, hinter der Esche? Ich sehe sie. Ich werde nach ihr werfen. Sie ist über 100 Schritte entfernt. Du kannst sie nie treffen. Nicht nur das. Ich werde den einzigen Ast treffen, der dort herausragt. Und zwar so, dass er höchstens eine Hand breit über dem Stamm von dem Chakan abgeschnitten wird. Effendi, das wäre ein Wunder. Pass auf. Ich werde dem Chakan die richtige Doppeldrehung geben. Und du wirst sehen, dass er, sobald er am Boden aufgestiegen ist, ganz plötzlich, wie mit einem Ruck, eine dreifache Schnelligkeit erhält. Pass auf. Jetzt! So wahr ich Hadji Alef Omar heiße, was der Effendi will, das kann er auch. Das ist ja... Das ist... Alles möglich, wie du siehst.
Nun lasst uns aufbrechen, dass wir vor Einbruch der Dunkelheit noch in Treska Konak ankommen. Israt, kennst du jemanden, der mir sagen kann, wer dieser Schut ist? Nein, aber man spricht davon, dass er ein Perser sein soll, der das Geschäft des Pferdehandels treibt. Er soll länger und stärker sein als alle Leute hierzulande. Ein wahrer Riese. Er soll einen schwarzen Vollbart tragen, der weit bis zur Brust herabreicht. Man erzählt sich, dass er sehr reich sein soll. Und so ist auch sein Auftreten. Gebieterisch und erbarmungslos. Er ist bis an die Zähne bewaffnet und man erzählt sich, dass schon viele, die ihn beleidigt haben, den Mund nicht wieder öffneten, weil Tote nicht mehr reden können. Ist das dort drüben das Haus in Treska Konak? Ja, Effendi. Ich sehe Pferde. Sie sind dort. Absteigen und seid leise. Wir werden hier ein Versteck für die Pferde suchen und dann erkunden, was sie vorhaben. Lass mich gehen, Effendi. Nicht jetzt. Erst muss die Dunkelheit hereingebrochen sein. Sie scheinen kräftig dem Raki zuzusprechen. Ich höre sie grölen und laut lachen. Sie fühlen sich sicher. Halef, ich will nicht hoffen, dass du dich hinüberschleichen willst. Das verbiete ich dir aufs Strengste. Aber Sidi, ich will nur nach den Pferden. Ja, nach den Pferden möchte ich sehen. Ich nehme an, dass der alte Mübarek sich dort befindet. Ich glaube, er ist der Verwundete. Ich ahne so etwas. Nun, wir werden es bald wissen. Halef? Wo ist er? Halef! Ich ahnte, dass er wieder eine Dummheit machen würde. Nimm dein Gewehr, Israt, und gib mir meinen Henry-Stutzen. Wir müssen hinüber zum Konak. Ich möchte wetten, er ist eingestiegen, um sie zu belauschen. Sei leise, wir dürfen kein Geräusch machen. Dort, Effendi, wo das Licht scheint, das ist die große Stube, in der sie sich wahrscheinlich aufhalten werden. Der geschlossene Laden gehört zur Schlafkammer. Bleib hinter mir. Ich schleiche mich heran und versuche, etwas zu erkennen. Siehst du etwas, Sidi? Ja, Halef. Er liegt gefesselt auf dem Boden und wird verhört. Komm her. Sobald ich den Fensterladen zertrümmere, stecken wir unsere Läufe ins Fenster. Es muss alles ganz schnell gehen. Und nun ganz still. Hoffentlich sagt er, dass er ganz alleine ist. Sie werden ihn foltern. Wir greifen vorher ein, aber ich muss wissen, was sie im Sinn haben. Ich muss ihre Pläne kennenlernen. Nur durch diese Banditen hier werde ich an den Schut herankommen. Nun sei still.